In Seebach läuft mega viel. Es läuft nicht nur das Treffen der Pilzfreunde, sondern auch die Wahlkampfveranstaltung von Roger Köppel. Wir sind natürlich dort an, wo es politisch relevant ist. Das ist der rehbraune Dachpilz. Der hat rosa Lamellen. Wenn man das Ganze anschaut, man hat wirklich einen Klimawandel, den man umdenken muss. Geht ihr zu den Pilzler oder zum Roger Köppel? Roger Köppel. Klimafragen nicht wirklich auf eurem... Hören Sie auf mit dem Seich. Klimaveränderung hat es immer gegeben. Ich bin jetzt in einem Alter und ich habe seit 50 Jahren erlebe ich einen Furz hinter dem anderen. Und die war sehr viele Furz. Ja, absolut. Die geht aber zum Roger Köppel. Ja, genau. Er war beim gleichen Sekundarlehrer wie ich. Also auch unsere Jugend verbindet etwas. Und ich finde seine politische... Ist der Sekundarlehrer der Herr Blocher gewesen? Nein. Jürg Tester aus Kloten, ja. Nägel im Moos, Schulhaus. Gut, dass wir das... auf die Kamera haben. Das ist wichtig. Entschuldigung, kann ich euch ein paar Fragen stellen? Wir sind vom SRF. Das SRF-Mikrofon kommt hier nicht so gut an. Zum Glück haben wir noch andere mitgebracht. Das. Oder das. Vielleicht haben wir mit denen mehr Erfolg. Damen und Herren, es ist schön, wenn man in einem Raum so viele normale Leute sieht. Worst Bingo aber ever. Ich habe Köppel seine Setlist gefunden. Hier, Köppel on Tour 2019. Erst Klima leugnen, dann Greta dessen Blocher loben, linke Phoben, Feministin verteufeln und Apero. Durchmischt das Publikum heute Abend. Es hat natürlich nicht nur Klimaleugner hier, nein, es hat auch Verschwörungstheoretiker. Und alle hängen sie an den Lippen von Roger Köppel, einem erfolgreichsten Enkeltrickbetrüger der Schweiz. Ich glaube, der Roger hat etwas falsch verstanden. Es heisst Ständerat, nicht Stand-up-Rat. Okay, das ist gerade fertig. Wie war es? Ich habe jetzt Kopfweh. Jetzt kann ich heim. Tabletten nehmen und einen Schnaps trinken. Das ist mir noch schlecht. Ja, wann haben wir heute alles kennengelernt? Sehr viele Sonderlinge, ungenießbar, giftig, tödlich vielleicht sogar. Und natürlich viele Pilzarten. Der Party!